Am 20. Spieltag der Regionalliga Südwest empfangen die Jungs von Hessen-Kassel den FSV Frankfurt im sogenannten Au-Stadion Kassel. Zu Beginn der Partie zeigen beide Kurven die an diesem letzten Spieltag des Jahres 2022 in guter Anzahl vertreten sind kleine optische Aktionen. Durch zwei späte Tore der Gäste verlassen schon vor Spielabpfiff einige Jungs aus Kassel in Kleingruppen das Stadion, doch nicht um aufgrund der sich anbahnenden Niederlage gefrustet nach Hause zu gehen. Hinter der Kasseler Kurve sammelt sich ein Haufen aus 30 bis 40 motivierten Personen, die kurz vor Spielende in Richtung Gästekurve laufen. Die Ultras aus Bornheim feiern derweil mit dem Abpfiff ihre Spieler und sprechen der Mannschaft nochmal Mut für das neue Jahr zu. Über den Parkplatz vor dem Stadion schleichen sich die Kasseler jetzt von hinten an den Gästeblock heran und sammeln sich geschlossen vor dem dort stehenden Container. Nachdem erste Szenepersonen des FSV in Reichweite sind, geht der Mob zum Angriff über. Kurz wechseln einige Fäuste die Seite, wonach im Sektor der Bornheimer die Info über einen Blockangriff der Kasseler die Runde macht. Logischerweise bewegt sich jetzt auch ein Großteil der Gäste aus dem Gästeblock, um den Einheimischen Paroli bieten zu können. Zu gleicher Zeit stürmt jedoch auch eine Handvoll Bullen von der Seite herbei, was ausreicht, um beide Seiten voneinander zu trennen. Nach kurzen Rennereien und Aufforderungen beider Seiten sich mal gerade zu machen, verläuft sich jedoch die Szenerie. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass nach Abmarsch des Gästemobs noch einige Schellen an unachtsame Kasselanhänger im Stadionumfeld verteilt werden konnten. So konnte sich wenigstens noch auf diesem Wege für die Gastgeschenke des Heimpöbels bedankt werden. Wie ihr also sehen könnt, hat also auch der unterklassige Fußball immer mal was zu bieten. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.